Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Cops vs. Racer in der Broadway Edition steht an. Mit dabei heute haben wir Andy, Eragos, Pluto Kaskade, Mr. El Vincos, Dui, Nivo, Nice Fiber, Schöni, Supernoob, Günther und Maxi. Grüßt euch. Hallo. Moin. Hallo. Servus. Hat da einer eine Flöte gerade gespielt? Das klang echt. Ich glaube auch. Ja, da hat einer schon das neue Martinshorn gemacht von den Cop-Einheiten. Wir haben jetzt nämlich auch Feuerwehr dabei, weil wir so heiß sind. Naja, eigentlich nicht. Es hat nur wieder mal ein Design bei einem nicht geladen. Never mind. Ja, wir gehen ganz kurz mal die Racer-Karren der ersten Runde durch. Einmal haben wir hier einen Mazda RX-7, dann den Subaru Legacy, einen Audi R8, einen Vauxhall Monaro und einen Comedy-Gruppe Cayman GTS. Sorry, der musste sein. Ja, gut, authentisch. Alles klar. Aber wenn wir schon die Werbung machen mit Komm in die Gruppe, ja, also weil ich immer wieder gefragt werde, checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung aus. Da gibt's ganz, ganz viele tolle Sachen verlinkt, unter anderem den Teamspeak, über den wir auch aufnehmen, ein Discord gibt's, dann gibt's zum Beispiel auch ein Erklärvideo, wie man zum Beispiel bei Multiplayer-Folgen mitmachen kann. Ich hoffe, wenn ich das jetzt hier am Anfang sage, dann werden solche Fragen vielleicht mal eher geklärt. Gut, egal. Ich würde aber trotzdem sagen, wir wollen natürlich die Action heute sprechen lassen, deswegen verlieren wir keine Zeit. Wir gehen direkt in die... Also, was ist jetzt heute los? Ja, wir gehen direkt rein in die erste Runde. Viel Spaß. So, da sind die Racer unterwegs und ganz kurz bevor wir den Präsidenten sprechen lassen, sagen wir ganz kurz nochmal, wer überhaupt Racer ist. Und zwar Maxi, Andy, Eragos, Schöni und Günther, demzufolge der Rest bei den Cops. Und wen ich jetzt noch namentlich erwähne, ist natürlich Pluto, denn der fährt das rote Fahrzeug. Nein, ja doch, aber den wollte ich eigentlich nicht erwähnen. Nee, und zwar Vince, er ist Präsi. Go for it, wo fahren wir? Du machst die Einteilung. Jo, ein Audi hätte ich gern oben auf der Serpentinstraße. Mach ich. Dann haben wir noch ein Audi, der nimmt die komplette Länge der Festivalstraße so und dieses eine Bermuda-Dreieck-Festival rüber ja. Bis zum Dreieck beim Whitehorse. Dann haben wir noch einen, glaube ich, habe ich gesehen. Der fährt bitte unten Goliath rückwärts, also Goliath Ambleside-Mühlenstraße. Ein ja. Insignia nimmt die Goliath Broadway-Ecke, darf da auch sich ein bisschen frei geht umbewegen. Geht los in 3, 2, 1, go. Du kannst ja weiter die Einteilung machen. Der nächste Insignia fährt bitte rüber Taxistraße Ambleside, dass er sich da in die Richtung bewegt. So, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich keinen vergessen, oder? Doch, ein Insignia. Noch ein. Der macht mal im Festivalbereich und Vorgarten, dass er so gesehen Norden, südlich so hoch runter fährt in der Richtung. Ich fahre einfach mal dumm in der Gegend rum und guck mal, was ich so finde. Ja. Vince? Ja. Bist du im richtigen Team? Ja. Sicher. Sorry, da muss jetzt sein, aber an die Zuschauer. Vince hat gerade so gesagt, hey, ich glaube, ich bin im falschen Team. Dabei ist er in beiden Runden Präsident. Deswegen, schwierig. Nein, ich habe halt das Memo nicht erhalten, dass ich habe schon einen Ambleside drin. Wo, was? In Ambleside, wo genau? Ambleside fährt gerade rein von Norden aus. Okay, dann rüber ab nach Ambleside. Der Audi, der Richtung, der so gesehen Goliath lang fährt, Goliath Ambleside, der bleibt dann bitte bei der, wo das mit der Taxistraße übergeht, das bleibt unten stehen und wartet. Der ist jetzt am Haus. Es ist der RX-7, fährt in den Driftbereich rein, westlich vom Haus, in der Stadt drin. Okay. Ja, auf ihn, mit Gebrüll. Bereich. Fährt er eher Stadt raus oder Stadt rein? Er ist immer noch drin, weil er in der Driftzone drin ist. Er fährt jetzt zu dem mittleren... Okay, ich habe den Audi, aber ich ignoriere ihn, den R8. Ja. Wir machen jetzt erstmal den RX-7. Ich habe ihn trotzdem ein bisschen gestriffen. Kirche Richtung Start von dem Rennen, was hier in der Stadt ist. Ja. Insignia ist da. Jetzt die südliche Ausfahrt der Stadt über diese Brücken drüber, durch die Blitzerzone durch. Da kommt der Richtung Taxistraße. Ja, da bin ich. Ich sehe ihn aber nicht. Er kommt also jetzt unten an Taxistraße raus. Hä? An dem Hafen. Ja, direkt und bei Goliath. Ja, ganz im Süden. Ist er erst ganz im Süden. Ach so, ganz im Süden. Okay, jetzt. Okay, ich hab einmal richtig fett drauf. Komm, einer dazu, bitte. Fahr dir 17. Er gibt auf.
Okay. Nee, nein, er ist im Süden. Okay. Achso, nee, er hat nicht aufgegeben. Irgendeiner hat gehupt von euch. Wow. Das Alter, solltet ihr vielleicht nicht machen. Ihr solltet erst hupen, wenn er wirklich fest sitzt. Er fährt jetzt wieder in die Stadt rein. Ruhe bitte. Ja. Er fährt wieder in die Stadt rein, in dieser Blitzerzone vom Hafen, in die Stadt Richtung Kirche. Da, wo das Aussichtspunkt ist, so gesehen. Ja, auf der kleinen Brücke halt. Ja, nennt genau. Es einfach kleine Brücke, dann ist klar. Okay, ich hab den Legacy. Ich versuche mal am Legacy dran zu bleiben. Mach den mal. Ihr kriegt das schon hin. Ja, der hat nicht mehr viel. Jetzt ist Vince, jetzt sind wir zu viert. Fährt wieder weiter ins Dorf rein. Mach mal Platz mit den Audis. Ah. Er ist jetzt an der Kirche. Einer rechts abbiegen. Wie machst du weiter die Ansagen? Er fährt jetzt an dem Platz, wo man sich treffen kann, könnte jetzt aus der Stadt wieder rausfahren. Hinten ran. Wer ist Lead langsam von der Kolonne wegen Vorzaton? Ja, ich bin nicht. Oh wow. Okay. Ja, doch, da hat er doch rausgekommen. Der kann nicht raus. Nee, oh, das ist sicher. Leckt eigentlich, aber. Ray, ich fahr dir mal hinterher, weil. Einfach reinschieben. Er fährt jetzt in wieder Richtung der Kanzlerzone. Gib ihn links rein, genau. Okay, hat er jetzt kapituliert. Okay. Ja, der ist raus. Ist raus. Okay, Legacy ist quasi beim Forzaton, ganz im Süden Goliath. Also ich bin nicht Lead, ne? Ja, das ist korrekt. Das bin ich. Okay, gut. Ich helfe ihm, ich gebe's. Ah, da ist Forzaton. Also er ist jetzt quasi, okay, was macht er jetzt? Er versucht zu wenden. Gut, dann, wenn er mir so die Front präsentiert, war er natürlich voll drauf. Schau nochmal auf! Das war jetzt ein... Hätte früher ansagen müssen, dann hätte ich hier Platz gemacht. Okay, er fährt da vorne, weil er fährt wieder, er ist im Forzaton drin, fährt jetzt quasi Goliath rückwärts. Ja. Ist er schon am Kaffee? Nee. Nee. Okay. Okay, jetzt habe ich ihn. Doch, nee, er ist noch auf der Goliath rückwärts. Ich bin jetzt am Kaffee, komm entgegen. Ja, kommt jetzt gleich zum Kaffee. Okay. Achtung. Oh nein! Er hat mich in den Fest ab. Das fährt ins Fest aber das war jetzt denkbar blöd. Ja. Ja, ich bin tot. Der ist aber langsam. Wo fährt er? Ja, ich habe den noch einmal frontal Festival getroffen. Ja, wir sind immer noch Richtung Festival. Fährt dann jetzt umbenannt. Nee, hat mich ausgedrängt, fährt Festival. Okay. Fährt rein. Okay. Fährt aber den gestrichelten Weg. Links und Dirtweg. Also jetzt südlich vom von der Track Race Strecke da. Ja, wir kommen auf den Offroad-Weg. Jetzt ist also südlich vom Festival auf dem Schotterweg, da wo es auch diese Rundstrecke gibt. Upsala, ein bisschen rausgerutscht. Oh, sorry. Sag mir, ob der bei Super 7 da rauskommt oder bei Goliath. Er fährt, ja, Super 7, da wird er okay, rauskommen. Okay, dann komm ich entgegen. Wo kommt er raus? Super 7. Super 7. Also Richtung Ambleside Festival. Ah, das kennst du noch nicht, Vince, es gab ein Update. Super 7. So. Fährt also fährt Richtung Ambleside runter, dem Sprung, jetzt an Super 7 gerade vorbei. Jetzt gleich am Sprung. Sonst um die Steine. Mach, komm, ist langsamer. Ja, nett mich. Ah, der hat ja auf jeden Fall schon gut Schaden gefressen durch mich, also. Was macht der denn jetzt? Nein, nicht nach links runter, nicht links. Wo lang? Rechts rein, wenn's geht. Na, oder die Häuser nach vorne. Oder einfach ausbremsen. Oder ausbremsen, ja. Davor vielleicht, ich versuche dahinter zu gehen. Jetzt einer ran noch. Oh, falsch. Warte, ich schieb mal, lass ihn mal da in die Hausmann schieben gemeinsam. Drück jetzt mal von hinten. Ja. Okay, schade. Ja, wir haben den gleich, komm. Na, nicht mich. Jo. Oh, sorry. Ja, doch, es passt. Einer davor. Alter, der Kopf, Hilfe! Ey! Das ist ja, egal, aber dann drücken wir ihn gegen die Hauswand. Jetzt vorne dran einer. Ja, sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Taxistraße, das ist der Racer. Taxistraße, weiterfahren, weiter. Okay, ja. Ja, Schaden habe ich nicht viel. Ich fahr weiter, gar keinen sogar. Links. Was ist das für einer? Ist es der ich weiß Audio es da? Nicht, es war der. Ich kenne Audi. Achso, ja, fahr vorbei. Vince, fahr vorbei, du bist schneller. Da vor uns, ihr seht ihn, glaube ich, der bewegt, da fährt er. Hä, das ist auch ein Cop, oder? Nee, das erste ist ein Cop, aber ich glaube, wir sind ein bisschen. Aber dabei da vorne muss was sein.
Muss. Vince. Ja, muss. Irgendwas ist da gefahren. Wir fahren jetzt einfach mal. Ich guck mal in der Stadt nach, okay? Ja, guck mal. Ihr seid ja genug. Ja, gut, davor kann ich nicht wegen vorzutun. Pluto! Oh! Ja, der dauert halt noch ein bisschen, bis der weg ist. Ja, deshalb ich. Jetzt wieder zur ungünstigen Zeit die Folge gestartet, aber ja. Ja, gut. Nico ist schuld, haben wir vorher schon geklärt. Was? Ja, gut. Guck, ob es uns einfindet. Wir haben keine Verfolgung gerade, also jeder wieder zurück auf seinen Posten. Geh mich in die Kabel umdrehen. Finde ich gut. Okay. Ja, aber zwei schon mal raus. Das ist gut, wenn wir jetzt einen dritten bekommen, wäre das schon mal eine gute Sache. Und wir haben jetzt ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt sollten wir nur gucken, dass wir vielleicht schnell eine Verfolgung hinbekommen. Ich finde es auch gut, dass der Präsident... Oh, ich sehe was Schnelles. Festival hochfahren. Ist es einer von uns? Ja, das bin ich. Ah, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Die Straße ist ein bisschen nass gerade. Das ist sehr gut. Das Fahrzeug fährt sich jetzt besser. Tatsächlich. Es macht Spaß, wenn er quer geht. Oh, der Zug quer. Aber wir haben das auch vorhin zurückzuhelfen. Ja, ich war wieder dezent verplant, wie üblich. Du hast gar nicht aufgefallen. Hm. Ah, ich hab den Monero. Der ist bei den Gables. Und der Cayman ist am Festival. Hey, wir gehen auf den Cayman. Oh, was? Wow. Der hat auch hinten Motor. Yes. Geht auch auf den Monero. Audi, ich hab den Audi. Der fährt. Okay, Vince ist Bresi, wenn man was Vince sagt, aber. Ich. Mühlenstraße, den Audi. Bin dagegen. Der fährt Richtung. Ja, auf welchen gehen wir jetzt? Auf den Audi. Okay, man. Hey, jetzt von Audi, hä? Ich hab doch gerade gesagt, Audi. Entscheid dich. Auf den bin ich jetzt dran. Wir gehen auf den Audi. Audi alles fährt klar. Mühlenstraße Richtung Westen, Richtung Goliath Ampleside. Ja, da sind wir. Bin ich gerade mit Monero auch. Der ist jetzt gleich Mühle oben. Er hat eine Haken geschlagen, er fährt Vorgarten. Okay. Mühle ist jetzt Monero. Fährt der Festival rein oder fährt er weiter Vorgarten? Sehe ich nicht. Vor allem, vielleicht, ja, weiß ich jetzt nicht. Da komme ich entgegen. Fährt Vorgarten weiter hoch. Okay, da bin ich dann. Versuche ihn abzufangen. Ist jetzt immer noch seitlich vom Festival, also immer noch vor der Kreuzung. Fährt nach Norden, ne? Ja, immer noch Richtung Norden unterwegs. Mal sehen. Fuck, ich bin daneben. Ja, glaube ich, ich bin noch weiter. Fahr auch links vorbei, wenn es geht. Okay, er fährt Vorgarten weiter Richtung Serpentinen-Hauptstraße nach Norden. So, also zu diesem Dreieck. Gut, mir kommt der Cayman entgegen, aber den lasse ich mal fahren. Nico, wo bist du gerade unterwegs? Ja, dann weiter unbekannt. Also fährt jetzt Serpentinenstraße Richtung Serpentinen. Umbenannte jetzt in selber, die. Also nördlich vom Festival Richtung Westen. Ist jetzt dann gleich an dieser einen Schiffszone, die es da gibt. Ich bin in den Serpentinen, also ich komme entgegen. Kann vielleicht ein bisschen Lenkungsschaden austeilen. Wer hat die in die Driftzone da rein, die es gibt, oder die da ist? Ist jetzt in der ersten. Ja, dass du bei den Serpentinen, wenn du es ihn ausbremst. Nicht rammen, ausbremsen ist wichtig. Ja, ich komm hinterher. Nein, nicht du, der andere, der entgegenkommen wollte. Ja, ich stehe mal in der Kurve drin, das können richtig abpacken. Oh Gott, das hab ich voll Schiss gerade. Ich auch. Schau, dass du dich so positionierst, dass du, wie gesagt, ausbremst. Das heißt, dass du vorhin fahren kannst, R34 Speed gegengedriftet. Der Audi hinter mir, sonst bleibst du dran. Ich versuche sonst die Ding runter. Ja, versuch mal. Ui! Ja, ich fahr mal weiter lieber. Ist jetzt unten der von dir? Ja. Weil der wird einfach jetzt weiterfahren, schätze ich mal. Ja, tut er auch. Audi, er kommt dir entgegen. Oh. Okay, so weit unten schon. Ja, der wurde halt runtergestoßen, deswegen. Jetzt hinten dran, der steht am Haus. Ja, da ist der Nahrung. Schade. Fährt wieder hoch. Er dreht. Oh Gott! Dreht um. Wer ist denn der rote Audi? Hi. Achso, ja. Pluto, hi, wenn dann. Das ist unser Feuerwehrexperte. Also ich werde einfach jetzt ohne Rücksicht auf Verlust immer hinten reinballern, weil der braucht Motorschaden, sonst werden wir den nicht kriegen. Sofern ich rankomme. Okay, der driftet schon ganz schön hier durch die Gegend. Wer ist denn hier mit der Gold entgegenkommen?
vom Festival runter. Keiner von uns. Also Vince, wenn du schneller bist und vorbei willst, oder der Audi, müsst ihr halt sagen, aber ich werde jetzt einmal falsch aufhalten. Nee, ich bin am Limit. Oh. Ah, das war klar. Fuck! Wir sind genug Leute, alles gut. In den Reibenbremsen vielleicht, so ein bisschen. Ja, du musst ihn aber erstmal treffen. Oh, Scheiße. Das war nicht schlecht. Ja, jetzt zurücklassen erstmal. Ja, und dann habt ihr jetzt immerhin ein bisschen aufgeholt. Ja. Vince! Ja, wir können ja versuchen, gegen die Bäume zu springen. Ja, wie gesagt, ich versuche immer so ein bisschen hinten reinzufahren. Wir müssen ihn jetzt halt ein bisschen. Nee, der Bäume ist auch fort. Ja, das werden wir fast nicht schaffen, an den Bäumen festkleben. Ich würde echt jetzt drauf spekulieren, ihn ein bisschen immer hinten reinzufahren. Außer die in Mode. Also, außer Vince vielleicht. Sollte das nicht machen, aber der Rest. Ja. Wer vorbeifahren kann, auch nicht schlecht. Ja. Guck mal, wo er hin will. Das würde ich dann mal versuchen hier vorne. Also so noch an der Kienstraße Richtung Kienfischer Cottage. Ja, gleich an diesem Dreieck, das da gibt, fährt. Er bremst ab, fährt auch rein. Rechts. Er durfte nicht. Nein, ja, jetzt hab ich langsam zu viel Motor. Er fährt nach Kingfisher weiter. Er muss ja da unten arg abbremsen. Wenn der arg abbremst, kann einer ihn voll hinten reinscheppern. Ja, aber man muss erstmal vor ihn kommen. Ich versuche mal über vorzukommen. Auszubremsen. Der Monero ist übrigens jetzt das auch ist jetzt ein Kingfisher vorbei. Wir können ihn auch in den See jagen. Wenn ja, er die so spawnt, halt dann ist er. Ich komme euch übrigens entgegen mit Monero. Rein. Einfach rein damit. Ja, Monero! So fährt uns gerade ein Insigne entgegen. Weil das der Monero ja, war! Der hat den Verfolger selber da. Achso. Mann, ich hab's eben noch gesagt. Okay. Lass mich ihn links raus. Ich wollte nur abbremsen, dass du drankommst. Aber Alter, jetzt lässt du mich vorbei, wenn du. Alter, jetzt lass mich in Ruhe. Oh, was für ein scheiß Timing, Mann! Das gibt's doch nicht! Das wäre so ein perfekter Schlag gewesen, genau in dem Moment wieder weg. Oh, ich verliere die Map. Der war gut. Er kommt in den Offroad-Weg zurück. Offroad-Weg. Achtung, er kommt auch von links. Richtung Festival, ja, ist richtig. Schau mal, dass du dran bleibst rein. Und hinter oben ist ein Compound. Da kommen gleich zwei, drei Hütten. Nach der Driftzone. Schau mal, dass du dich rechts positionierst. Er hat immer noch Bums ohne Ende. Ja klar, viel Schaden kann er nicht haben. Er fährt weiter geradeaus Richtung Festival zu. Gleich gibt es eine neue Anzeige. Halt. Ja, er fährt Richtung Festival rein. Also Festival Blitzer. Das seid ihr zwei. Insignias bremsen, vor allem der zweite. Mit dem voll hinten ran mal, das war schon mal gut. Sehe euch nicht, vorne keine die Ahnung. Festivalwand. Weg den in die Kanten. Lass ihn weiterfahren oder vorne Monero rein. Wir sind auf Festival rein. Ich bin jetzt auf Festival, aber ich sehe euch nicht. Wo seid ihr? Ja, du bist in der ganz vorne, oder? Direkt Vorgartenstraße. Aber. Doch. Monero direkt am Festival. Du davon? Da, nee, das ist der Monero. Hä? Ja, dann gehe ich jetzt auch auf den Monero. Hilfe! Ja. Ich sehe euch nicht, keine Ahnung, wo ihr seid. Alles nein, Auto, ich habe gerade ein Auto mitgenommen. Alles Monero fährt da weiter geradeaus. In 7 Jahren dranbleiben, nicht auf Kampf gehen, muss dranbleiben. Kaffee die Hälfte runter. Der Leute ist weg. Der A8 ist jetzt Richtung Goliath Ambleside-Strecke unterwegs am Café. Versuch mal im Café reinzuhauen. Vorgarten Richtung. Aber ich habe keine Chance. Café. Ganz einfach. Der Monero fährt er weiterhin Richtung Whitehorse. Ja. Er fährt jetzt Richtung Mühlenstraße. Mühlenstraße Richtung Broadway. Haben wir frontal getroffen. Monero ist da im Feld. Da rechts, siehst du ihn? Weg vom Audi. Boah, ich spawn mich jetzt gerade nochmal neu. Gutes Timing von euch. Er fährt Baustellendreieck. Schaut, dass ihr ihn da vorne in den Bauernhof reinjagt. Positioniert euch rechts. Wo seid ihr jetzt gerade mit dem Audi? Kurz wir sind bei der Mühlstraße mittig bei diesen zwei Abbiegungen. Wegschieben. Wo ist er nach dem Baustellendreieck hin? Der fährt weiter durch so ein kleines Dörfchen. Okay. Er fährt bei uns, der Audi fährt jetzt Richtung Broadway, da ist jetzt bei der Blitzerzone. Lass ihn nach Broadway mal rein sehen. Und dann sucht ich euch. Fahr vorbei, okay. Jo. Oder lass ihn da reinjagen gleich. Einfach jetzt kommt man fahren lassen, okay, kommt ein Audi. Schlechtes Timing, egal, bleib hin. Alles gut. Ansonsten gleich ins Wasser. Lassen wir jetzt gleich ja, würde ich auch dann nach rechts rein, raus. Dann nach rechts raus, Leute. Deswegen genau. Positioniert sich auch schon so links. So, jetzt schiebt ihn irgendwo rein.
Sucht euch eine Lücke. Er ist am Baum, er ist am Baum. Rechts rüber, rechts rüber. Wir lassen ihn zurück. Als Maulwitz. Ja. Und umdrehen. So, jetzt. Dran, ich hinten dran. In die Brücke. So, einer noch. Langsam, Freunde, langsam. Langsam mit Geduld. Jawohl, das jetzt den aus. Hammer. Nein. Super, klasse. Ja, Audi ist fest. Verteilt euch lieber, den Monero kriegen wir zu zweit noch hin. Ja. Ich fahr wieder. Ansonsten jetzt hier ist eine schmale Stelle gleich, da kann man runterschieben. Ja, oder an der nächsten Brücke wieder versuchen. Oh, warum ist jetzt hier so viel Verkehr? Manchmal hasse ich das Spiel. Also egal, den kriegen wir noch, der hat nicht viel mehr. Ich helfe euch mal, wo seid ihr? Wir dürfen uns nur nicht austricksen lassen. Wo? Der gäbe jetzt zweite Brücke. Also unten gleich. Ey. Ja, ey, das ist doch zum Kotzen, Mann, ohne Witz. Oh, zwei wieder NPCs mitgenommen, ich habe ihn komplett ausgebremst. Doch also mehr. Nico und Ray und ich und machen den weg und der Rest geht auf seine Post. Verteilt euch doch, wir kriegen den doch. Genau, ja. Er ist raus. Okay, er gibt auf, er ist weg. Oh, das lief jetzt so maximal unglücklich gerade. So, ja, verteilen wir uns wieder. Nein, Vince, wir reden nicht darüber. Haben wir jetzt noch... Wie viel fehlen uns denn noch? Einer, oder? Plus und der Cayman. Porsche fehlt uns noch. Ja, der Porsche, das war's. Genau. Ja, einfach verteilen. Ja, alle müssen ja nur eine Verfolgung zustande bekommen. Wie gesagt, einer kann, also sucht euch großes Boss. Ich bin innerhalb von, glaube ich, 2 Minuten dreimal neu bei Gabbles gespawnt, weil ich jedes Mal einen Schaden inne hatte. Also es lief super unglücklich. Andererseits, dadurch konnte ich diesen Frontaltreffer Monero machen. Ich glaube, das hat ihn ziemlich zerstört. Ich habe ihn zwar die ganze Zeit schon ziemlich ein bisschen angestochelt, aber das war ihm egal. Ja, es war gut so auch. Ah, da ist noch ein Kopf. Okay, dann dreh ich wieder um. Letzten 40 Sekunden. Ja, aber 4 ist stark, es ist also... Aber jetzt gucken wir mal, vielleicht finden wir ihn. Monero hat sich ein bisschen verraten, der hat halt gelbe Scheinwerfer, dann hast du halt direkt rausgesehen. Ja, nee, hast du nicht so gesehen, der ist als KI rumgefahren am Anfang. Ich hab ihn auch erst beim zweiten Mal gucken gesehen. Ja, aber wo er dann so schnell war, war es klar. Ja, ein schnelles gelbes Licht. Die letzten 10 Sekunden gleich. Ah, das war jetzt nur ein... Im Süden ist nichts. Ja, hier ist auch nichts. 3, 2, ich glaube, ich hab was. 1. Oder? Ja, du glaubst? Oh ne, war nur eine schnelle KI, sorry. Okay, dann ist es wunderbar. Okay, egal. 4 Stück, ist gut. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ja, dann gibt es den Seitenwechsel, beziehungsweise nicht alle. Vince und Nice Fiber. Genau, ja. Die bleiben bei den Cops. Und dann, ja, schauen wir mal, wie es in der zweiten Runde so läuft. So, die Seiten sind getauscht und heute ist so ein bisschen Porsche-Tag, habe ich das Gefühl. Und ja, da muss der Ray natürlich auch einen Porsche fahren. Ich verrate es schon mal an der Stelle, denn ich fahre den 996 911 GT3. Ich dachte, ja, wenn schon von der 992-Baureihe jetzt der GT3 vorgestellt wurde, dann fahre ich doch auch GT3 und das ist tatsächlich der einzige GT3, den wir im Spiel haben. Also, ne, nicht GT3 RS, nur GT3. Ja, manche verwechseln das auch noch so ein bisschen. Ist auch nicht schlimm, wenn man jetzt nicht so ein Porsche mit hier drin ist. Aber ja, den fahre ich. Dann haben wir noch einen Carrera S mit am Start, einen Lexus RCF sowie einen C63 AMG. Und dann was ganz Besonderes, ein Ferrari P4. Ja, sehr cool. Jetzt müsste ja eigentlich schon der alte Ford GT40 noch dazu. Dann wäre natürlich eine richtig coole Nummer. Gut, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und fahren eigentlich mehr oder weniger gleich direkt los. Ich gebe gleich das Startsignal. Und dann würde ich sagen, los geht's. 1 Minute haben wir Zeit abzuhauen. Und das wird jetzt ein Spaß, weil das Ding fährt sich hier bei mir wirklich noch wie ein 911er. Das ist wirklich Heckmotor Deluxe. Was mir sehr wichtig war bei meinem Tuning, um da nochmal ganz kurz einzuhaken, ich wollte unbedingt beim 3,6 Liter bleiben. Man könnte nämlich auch den Motor wie ein aktueller GT3 auf einen 4 Liter aufbohren. Das wollte ich nicht. Ja, schön klassisch. So, jetzt, du darfst. Entschuldige. Bin mal gespannt, ob der Reifensatz die Runde hält. Auf dem Mercedes.
Stimmt, wir haben kein Allrad, oder? Doch. Doch? Wer? Ich konnt nicht widerstehen, den Lexus auf Allrad zu bauen. Ja, aber du weißt, dass du es nicht darfst. Da haben wir echt auch drüber gesprochen. Oh. Nur mit Abstimmung. Naja, der ist aber. Aber ich musste eben Motor abspecken, dass ich runterkomme, bin auf 8,50. So, es geht, es läuft schon. Ja, sorry. Ja, mal gucken, da müssen wir danach diskutieren. Ach ja, dann fahre ich halt Dings rein. Nein, fahr du weiter. Nee, jetzt hab ich. Oh. Ja, ich auch. Dann drehe ich jetzt ganz um. Naja, die werden mich eh gleich um. Die NPCs haben es heute auf mir abgesehen. Es wird jetzt nicht so schlimm sein, weil Motor eh vorne hast du eh schon so, sagen wir mal, nominell in CVR leichte Probleme. Weil ja, es ist schwieriger. Kontakt mit NPC, ich habe schon 34% Motor. Ja, also dann hast du ja dir selber schon das Handicap gegeben. Der Allrad ist ausgeglichen. Nee, Allradumbau ist tatsächlich nur in CVR Offroad und CVR Most Wanted erlaubt. Bei den anderen Formaten sagen wir, man soll beim Antriebstyp bleiben. Man kann tatsächlich in der Gruppe das besprechen. Also wenn jetzt zum Beispiel Stuy, der im Carrera, glaube ich, ist, gesagt hätte, hey, pass mal auf, den Carrera, den gibt es ja auch als 4S, also als Allrad, dürfte ich da nicht Allrad einbauen. Dann hätten wir jetzt gesagt, ja klar, passt. Ne? Also das ist hier irgendwie legitim. Ja. Genauso auch bei den Engine-Swaps, also Motor-Swaps. Da ist es auch so, dass wir sagen, prinzipiell verbieten was, weil man kann dadurch schon sehr OP-ige Fahrzeuge bauen. Aber bei manchen Fahrzeugen macht es ja irgendwie Sinn. Ja, die sind da zum Teil, also vorher habe ich mich auch, Supernoob weiß, was ich meine, haben mich auch die NPCs an der westlichen Seite fast komplett rausgenommen. Eventuell. Also ich will eh gleich weg, Sir. Oh Gott. Ich hab nämlich schon Audi am Arsch hängen. Oh je. Fährst du gerade nach Erbelzert rein? Nee, ich bin Baustellendreieck. Okay, da war gerade nämlich ein R6, jetzt gebe ich mal Gas. Wo? Ding Richtung, also von Goliastar.com kommend Richtung Erbelzert reinwärts. Oh, Rückwärtsgang. Ja, aber ich denke, ich habe mich gesehen und wird umgedreht haben, vermute ich mal. Ich bin jetzt an der Kirche. Oh, mein Bruder hört sich gar nicht gut an. Wie geil das wäre, wenn wir die richtigen AMG-Sounds hätten. Ja, der Porsche hier klingt auch nicht so begeistert. Also für das, dass ich da die Nockenwelle drin habe und der über 9000 dreht, sollte der mich eigentlich ein bisschen mehr anschreien. Das ist doch schade. Okay, dann versuche ich mal so viel Zeit von der Uhr zu nehmen, wie es geht. Oh, verdammt. Ja, das hat sich angehört, als wärst du raus. Nee, noch nicht. Ich habe noch 6%. Ach so, doch noch so viel. Noch 4. Gott. Oh, Insignia! Jetzt ist gerade wieder einer. Da hat ein Ghost durch mich durchgeschossen. Pluto. Oh, ja, das ist. Taxi, Insignia. Ich fahr jetzt mal Serpentin. Boah, Offroad geht halt nichts mehr viel. Serpentin immer. Aber wenn die mich wollen, müssen sie wenden. Nein, so einfach nicht. Oh, ich muss aufhören, quer zu fahren mit dem Ding. Es macht zwar so viel Spaß, weil der von sich aus immer so ein bisschen quer. Oh, sorry. Ich hab gesagt, 17. Achso, hab ich nicht gehört, sorry. Mit dem schwachen Motor schiebe ich immer noch ein SLS. Aber ich hab dich aber nicht getroffen am Motor, oder? Doch, 11%. Okay, ach, jetzt haben sie mich. Egal. Das war bei mir nur so ein Streifschuss. Aber der Insignia hat angehalten. Das hat ihn ein bisschen verwirrt tatsächlich. Ich bin raus. Egal, alles okay. Gut. Ich hab noch genug Newtonmeter. Von das stimmt, Drehmoment hast du. Das heißt eben, ich bin halt mit dem Sauger. Ich hab, glaub sogar weniger Drehmoment als Leistung, also. Ich hab 850 Newtonmeter noch, das sollte reichen. Weil die spawnen jetzt alle neu. Ah, ja, richtig. Ja. Okay, da muss ich jetzt gucken, dass ich ganz schnell. Ich habe jetzt einen ganz schlauen Move gemacht. Ich bin jetzt ganz langsam gefahren, hab umgedreht. Ja, überall. Ich denke, Ebbelzeit, Festival und Gapples dürfen sie spawnen. Ich wusste nicht, ob noch einer aktiv in der Verfolgung drin ist. Aber Vince müsste frustriert sein. Wegen des Nordwesten eigentlich am Anfang, wenn sie neu spawnen, immer die sicherste Bank. Ja. Weil Kingfisher Cottage haben wir einfach mal nicht erlaubt, weil es sonst zu viele Spawns ist für die Cops. Fahr jetzt über Taxi Goliath. So, wo seid ihr?
Ich bin jetzt Goliath rückwärts am Kaffee. Da ist Dui. Aber das sieht man wieder mal, wie asynchron einfach das Netzwerk ist. Also bei mir habe ich dich nur ein bisschen seitlich gestriffen. Ja. Alles gut. Und du kriegst 11%, das ist krass. Es ist Forza, wir leben damit. Ah, da hinten ist das Bruder. Ist richtig, weil es passiert ja in alle Richtungen. Außer wenn so ein Eragos wieder meint, er kann alle Passanten quasi einfach durchfahren. Oh, das war... fängt an zu regnen. Meine Hinterreifen freuen sich. Abkühlung. Weil das Tuning, was ich mittlerweile drauf habe, fährt sich sogar ganz angenehm. Also im Vergleich so wie der Serie fährt. Verdammt, muss ich mich jetzt zusammenreißen, dass ich nicht so. Oh, dann mach ich mal langsam. Was er gar nicht merkst, ein Rand. Oh, da waren zwei Cops hinter mir. Moment, das finde ich aber nicht cool. Wo ja, bist du, Ray? Broadway. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich zwei Cops hinter mir hatte. Fahren wir doch mal. Drei Cops. Vier Cops. Hä? Die waren... Warum? Seit wann? Ich habe das nie mitgekriegt. Die sind seit dem Café hinter dir. Fünf Cops. Alle Cops. Okay, dann haben wir die anderen Racers jetzt ein bisschen einfacher. Ja, ich nicht, weil ich komplett Offroad jetzt gerade geschickt wurde und ich jetzt übelst Zeit verloren habe. Wo bist du? Goliath, richtige Richtung, Mühle. Oh, ganz schnell, beeil dich vor. Oh, fuck, wie ist denn der angeschossen gekommen? Krasser Scheiß. Ab in die Unbenannte schnell. Ja, mach das, ich bin jetzt Koalala. Ja, ich hab's gesehen, wie du abgebogen bist. Wohin fahr ich jetzt? Wie sie parallel zu mir fahren, sieht schon cool aus. Ja, das Problem ist, ich habe eh keine Topspeed in dem Ding irgendwie. Und doch. Nein, du schiebst mich da jetzt nicht rein, Junge. Ah, das ist so nervig, wenn du so viel Last auf dem Heck hast. Wenn du da ein bisschen Stoß kriegst, bist du fast schon raus. So, Moment. Komm zurück. Weißt ich weiß es noch nicht. Okay. Ich fahr hier diesen Weg rein. Komm, ein bisschen Grip auf der Hinterachse muss doch für was gut sein. Oh Gott, die mit Allrad sind natürlich doch besser bedient. Ah! Wieso sind die schneller? Geh weg! Railroad fährst du lang? Broadway. Es kann sein, dass sie mich da halt jetzt irgendwo gegen eine Hauswand klatschen. Und dann ist halt vorbei. Ich muss eigentlich hier rauskommen, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche jetzt halt viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Okay, fuck, das war die falsche Straße. Ach egal, weiter geht's. Okay, in den Kurven kann ich sie ein bisschen abhängen, merke ich gerade. Komm, Porsche, zeig, was du kannst. Okay, da ist ein Cop. Interessiert mich nicht. Wuhu. Alter, es ist schon eine Challenge, ey. Ich bin richtig am Abschwitzen. Den Controller kann ich nachher erstmal an einen Wäscheständer hängen, so nass wie der jetzt schon ist. Okay, ich bin ganz westlich Flussstraße, fahre nach Norden, aber die sind schneller auf den Geraden. Ich muss mehr Kurven fahren, glaube ich. Auch wenn es nicht so geil ist mit dem Dings. Vorsicht! Die sieht schon lustig aus, wie sie dahinter kämpfen. Okay, da vorne muss ich abbiegen. Ja, natürlich. Per Zufall kommt ein RS6 angeschossen und trifft mich frontal mit 260. Wo bist du? Am Festival. Wo? Okay. Ausfahrt Richtung Whitehorse. Aber waren nur 70% Lenkung, war ja zum Glück vorne. Ja, die meisten sind nur an mir dran, auf jeden Fall. Ich fahre jetzt Serpentine, ganz Norden quasi von der Spielwelt, die wir nutzen. Ich fahre, glaube ich, auch sogar Serpentine. Oh, das ist ein RS6. Ja, Serpentine. Radio kommt einer entgegen. Okay. Hier wird ein RS6 entgegenkommen, der kam nämlich gerade Festival Richtung Norden raus. Okay, dann fahre ich doch den Schotterweg da oben rein, glaube ich. Was wir gesagt haben. Ja, alles gut. Ich fahr Festival rein. Oh, fuck.
Alles hat mir die Kamera vers... Das war ja lustig. Als ob die so schnell aufholen konnten. Okay, also Schotter ist keine gute Idee. Die sind deutlich schneller da. Würde ja helfen, ja. Aber ich glaube, das ist verboten. Uff, Alter, das war natürlich jetzt uncool. Oder? Boah, du bist halt zufällig vorbeikommen. Kann nicht passieren. Alles gut, alles gut, alles gut. Noch haben sie mich nicht. Komm, Porsche Power. Wo bist du denn? Schneller! Vorgarten Richtung Norden. Ja, die sind halt schneller. Ich bin... Okay, fuck. Die haben mich voll gegen die Mauer gedrückt. Okay, Lenkung ist am Arsch, merke ich gerade. Nicht nur bei dir. Lenkst dich aber noch ganz gut durch. Ja, ich... So schlecht ist der Porsche gar nicht, aber es ist halt einerseits ein Kampf gegen den Heckmotor und andererseits ein Kampf natürlich gegen die Cops irgendwo, logischerweise. Wo seid ihr jetzt? Die hängen wir an einer Schnur, ja, an einer Schnur aufgeweihte Ballen hinter dir. Was? Ich fahre Richtung Serpentin. Ist halt gefährlich, weil die könnten mich jetzt halt die Klippe gleich runterschicken. Oh Gott, das Fahrwerk ist am Arsch. Lenkung und Fahrwerk ist komplett am Arsch. Gott, du fährst zu Serpentin. Ja. Ja, die werden mich da halt natürlich runterjagen wollen. Das Problem ist auch noch die Kuppe, die da ist. Die hebelt mein Fahrzeug garantiert jetzt aus. Es ging noch. Ja, okay. War klar, dass sie mich da runterschicken. Ah, das tut jetzt... Oh, und ich lande natürlich genau auf dem Motor. Und ich bleib an der Mauer hängen, als ob... Was ist das denn für eine Kacke? Ja, ich hab 100%. Wow, was ist das für ein Bug gewesen? Instant ja, 100%. Also Instant, alles 100% Instant. Der Schaden ist bei mir auch komplett weird. Er hat mich frontal getroffen. Und ja. Ich habe 0% Motor, 0% Kupplung, aber Getriebe hat natürlich was abgekriegt. Man kennt's. Ja. Das Frontgetriebe vom neuen Elber. Ach, da nee, bist du. Hallo. Ja, ich hab, glaub, oh, lol, sind alle gerade despawned. Jetzt hat sie richtig Glück. Da standen alle. Nee, den Bug, oder was heißt den Bug? Das Problem hatte Andy auch mal, dass er irgendwo hochgejagt wurde und dann auf so eine Mauer gelandet ist. Und dann jagt sich noch mal kurz hoch und dann kriegst du vollen Schaden rein. Das habe ich jetzt auch bekommen. Die werden jetzt sich Richtung mal, Taxi ja orientieren, weil ich habe ein RS6 hinter mir. Bis auf Aufhängung hinten rechts und Bremse hinten rechts ist alles 100%. Oh, das ist schade, weil ich glaube, ich hätte den Sturz ansonsten schon überlebt. Aber gut, so ist es halt. Ne? War trotzdem spaßig. Stehst du da noch, Ray? Ja, ich despawn gerade. So. Guck mal, wir sehen, wo du gestanden hast. Das war schade. Aber gut, jetzt haben sie zwei, oder? Ja, gut. Ja. Ja, ich bin da nicht schnell. Wir haben es ein bisschen schneller geschafft, aber... Ja. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 7 Minuten. Ein bisschen Gottes mehr. Gottes Willen. Ja, nimm einfach so viel Zeit wie möglich von der Uhr. Also ich fahre gerade Goliath rückwärts. Okay. Ich glaube hier... Oh, lol. Okay. Also weil viele es immer sagen, ich probiere es jetzt mal mit dem Drohnenmodus, aber hinter meistens mir ist der halt... Wo bist du? Eingeschränkt. Ich fahr gerade Ambleside rein, die Blitzerzone. Oh, die Ambleside, die mit den Bäumen oben drüber. Oben drüber? Also außerhalb von Ambleside oder... Ja, die halt mit der Brücke. Kann ich bestätigen, die zwei Mercedes sind besser. Also du jemand in der Nähe vom Festival bleiben, dann kann ich dich mit der Drohne beobachten. Alles klar. Ja, weil so, wenn du zu weit bist, dann sieht man das nicht mehr. Also, ja, also Zuschauer, warum ich das nicht... Ja, ja, ich komme gleich Vorgarten rein. Ja, ich mache hier schon Action-Cam. Ja, ah, komm, sehr schneller. Oh, scheiße, er ist auch schneller. Ja, also ich habe Kampagne noch eine Verfolgung, oder wie? Ja. Ja, wo fahrt ihr lang? Ich fahre 17 hoch. Vorgarten von Süden nach Norden. Okay, dann ziehe ich noch Portugal durch. Ja, so ist halt geil. So haben wir es ja früher in Horizon 3 immer gemacht mit der Drohne. Und wie gesagt, das Problem ist, in Horizon 4 ist es so... Ab einem gewissen Bereich, die spawnt alles, man sieht mal gar nichts, das ist halt schade. Also ich will jetzt gerade noch westliche Flussstraße Richtung Süden, ich will jetzt mal nach Broadway reinfahren, da wo dann abhauen, also... Dann bin ich da aus dem nördlichen Bereich draußen. Das war eine geile Findestory. Oh Gott! Schlechte Entscheidung. Boah, Alter. Jetzt, wenn du das schaffst, ey, Respekt. Ah, nee, okay.
Du bist raus. Da sieht man jetzt aber auch schön diese Netzwerksynchronisation. Bei mir treffen sie dich eigentlich nicht, aber dann sieht man, wie sie dich doch, wie wenn sie so den Arm ausfahren würden und dich doch nochmal ein bisschen dich mitnehmen. Nö, die ist noch unterwegs. Okay. Ah. Aber in welche Richtung bist du unterwegs? Das wäre jetzt interessant. Vorgarten Richtung Norden, Richtung die Dreieckskreuzung. Ah, okay. Oder Rechtskurven gehen gar nicht. Ja, Nivo, dich haben sie, oder was? Nee. Ja, ich war doch der Erste. Achso, ja, halt. Entschuldigung. Stui, welche Höhe bist du jetzt? Ich komm gleich bei der Kreuzung raus. Dann fahr wieder rechts. Links wäre jetzt despawned. Achso, ja. Logisch bist du despawned. Okay, dann genau, ja. Das passiert jetzt an die Zuschauer. Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht sehe ich ja eine andere Verfolgung. Ist noch jemand in der Verfolgung? Ja, ich bin nämlich genau hinter Stui, weil wir gerade zusammengefahren sind, in dieselbe Verfolgung hinein. Okay, aber ich fahre jetzt woanders da. Ja, nee, dann muss ich wieder abbrechen. Dann nehmen wir die Drohne gleich nachher wieder. Solange müssen wir es jetzt auf der Map verfolgen. Ja, wohin wollt ihr jetzt fahren? Ist das schon ihr Bein? Ich versuche über den Offroad-Weg wieder Richtung Festival zu kommen. Sie versuchen mich ins Wasser zu... Nein, nicht ins Wasser, Mama! Ich bin raus. Ja, das war schade. Gut, wohin fahre ich jetzt? Jetzt ist ja gerade doof hier. Achso, ist das Stui sein... Da, da und da, okay. Okay. Also, ich bin immer noch an der Gables im Offroad-Weg in der Verfolgung. Oh, Insignia trifft den Signia. Haben sich zwei gefunden. Ja, navigiert das jetzt mal nicht. Wohin willst du? Was? Ja, wohin willst du? Weißt du schon, wohin du jetzt fahren willst? Ja, ich fahr Fluss. Also See. Okay. Bei Festival würde ich jetzt ungern. Ja, aber was schon mal sehr gut ist, ich habe bis jetzt nur Schaden von Ray bekommen am Motor. Gern geschehen. Ja, dafür bin ich ja bekannt. Sei froh, dass ich nicht ein Mini gefahren bin. Das Gefühl kenne ich. Insignia! Der Insignia hat mir gerade mal 20% Motor gemacht, okay. Aber oh, bitte überleb noch ein bisschen. Das packe ich. Bin aber ganz da drin. 3 Minuten noch. Also. Das backe ich. Backe, backe, AMG Motor, was? Backe, backe, Biturbo. Ich mach selber jetzt wie mit meinem M5. Auch bis zum Ende überlebt. Oh, Mini! Ja, Minis sind gefährlich, das weiß er. Kompakt! Ah, Vince ist raus. Guck mal, der andere Mercedes, dem war es schon zu viel. Also aktuell gibt's keinen Präsidenten. Ja, rechts rausgeflogen, oder was? Ja, Vince ist gerade eben rausgeflogen. Ah, das ist der. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das ein Nachteil oder ein Vorteil ist. Das ist nicht böse gemeint. Gib Grüße an Vince. Also ich glaube, mit der Aussage in der Runde zuvor, als Vince quasi die Auswahl hatte zwischen einem Frontmotor und zwei Mittelmotorwagen, dass die Wahl dann zweimal weg vom Frontmotor zum Mittelmotor gewandert ist, hat, glaube ich, alle verwirrt, außer Vince. Aber man muss tatsächlich sagen, am Ende hat es uns den Erfolg gebracht. Ja, also von dem her, man darf es nicht ankritisieren. Es du gehst hat auch weg. Wohin fährst du, Nico? Ah, Koli hat jetzt... Koala hoch, sorry. Oh, ey, aber... Wohin fahre ich jetzt? Wie willst du dann weiter? Sehen wir gleich. Okay. Komm, geh weg, C-Klasse! Ja, ich fahr Koala wieder runter. V8. Newtonmeter für alles. Aber. Ah, geh weg, Gaudi! Du hast komplett unentschlossen. Geht's komplett taktisch an. Ah, wo fahr ich jetzt länger? Ja, wenn ich jetzt nach Broadway durchziehe, ist kacke, wenn sich da jemand repariert. Ah, ich muss anders. Weibel muss sein. Fahr jetzt wieder kleines Dorf. Fahr jetzt wieder Fluss hoch. Ja, okay. So, letzte Minute gleich. Letzte Minute. Oder fahr ich doch Baustellendreieck? Ja, das ist jetzt gar nicht von der Himmel. Ja, Baustellendreieck. Erstmal musst du die Kurve bekommen. Ja, Bruder, letzte Minute. Mach dir keine Gedanken mehr. Ja, das glaube ich auch fast nicht, dass sie dich noch in eine Verfolgung kriegen. Wobei. Ja. Muss ich danach 5 Minuten noch oder? Du musst nicht, kannst auch aufgeben, wenn du keinen Bock hast, aber das wird den Zuschauern nicht gefallen, wenn du einfach aufgibst. Naja, ich mag die. Straßensperre.
Also ich stand mal mit 89% Motorschaden im Fluss bei Offroad und habe dann aufgegeben, habe ich auch den Flak von einigen in den Kommentaren abbekommen. Man gibt niemals auf. Und da dachte ich so, wow, die 5 Sekunden, die ich da noch gekämpft hätte, wollte ja, ich eigentlich mir selbst also, ersparen. Aber also prinzipiell absolut richtig. Man zieht durch bis zum Ende. Ist ja auch für die Teammates, weil die 5 Sekunden sind vielleicht die, die sie nachher den anderen nicht finden. Ich habe zwar so, keine Bremsen also, mehr beim V8. 2-1 vorbei, Bluto. Ich glaube, Moment, ich komme hier. Nee, du hast keine Verfolgung. Du hattest überlebt. Brems! So, jetzt sind es ja nur noch. Ja, also jetzt sind es einfache 5 Minuten. Macht dir keinen Stress. Achso, okay, ja dann. Du hast nur alle Cops hinter dir. Achso, ja, ist okay. So, die haben die Hälfte schon kaputt gemacht. Jetzt dürfen sie ja auch nicht mehr reparieren. Ganz wichtig. Stimmt, ich kann jetzt Häuser anfahren. Was machen? Vorbeifahren. Achso. Da hat er sich gerade noch gerettet. Ja, wir sind nicht Most Wanted, ne? Da ist nichts mit Häuserrettung. Hier rettet nur die Zeit. Oder ein geiles Fahrmanöver, um alle abzuhängen. Na, das packe ich nicht mehr mit der Leistung. Ich glaube, mir ist ein Turbolader weggeflogen. Puh, ich hab den Kopf in den Kopf gejagt. Jibi! Du bist ja Bratan. Na, und ausgetrickst. Dachte ich, spieg ab, ne? Fühl ich aber nicht. Ein Signia, fahr mir mal ruhig hinten rein. Alles gut. So, fahren wir mal Hauptstraße. Was fährst du nochmal? D63. Ah ja, stimmt. Den, den ich zerstört habe, fast. Genau. Ja, ein bisschen Handicap muss sein, oder? Sonst hätte die ja schon längst abgehangen. Das wäre langweilig. Wär langweilig. Ja, ich musste die Folge ja ein bisschen umschreiben, ein bisschen spannender machen. Okay, fahren wir hier rechts. Da wäre jemand doch fragt. Der Helikopter aus der Crew ganz geil, ne? Ja. Machen wir jetzt hier Offroad rein. Bestimmt. Zu den Gubbles. Und zugucken wäre es cool, weil dann würde sie die anderen nicht stören dabei. Ja. Weil es gab ja auch den Vorschlag schon, ob man nicht so einen Kamerawagen machen soll. Das Problem ist halt, dann müsste man aus der Kolonne raus, dass man die anderen nicht trifft. Und ja, ich glaube, das verwirrt halt mehr, wenn die ganze Zeit dann einer da mit rumfährt und so. Also, und man muss auch erstmal dranbleiben können, das ist noch die andere Sache. Also, ja. Ja. Das auch bei mir in der Aufnahme schon mal ausprobiert mit einem Extrem-Offroader. Das hat ganz okay geklappt, aber. Ja, man kriegt aber die Action auch jetzt nicht voll mit. Ich finde es jetzt nicht schlimmer auf der Karte, man kriegt es trotzdem mit. Man kann sich's vorstellen, hey. Wenn du jetzt dann gleich wieder in meinen Sichtbereich kommst, dann. Achso, ich glaube mal, ich. Ich finde es schade, dass WGU nicht plattformübergreifend-Multiplayer-fähig ist. Ja, das hat mit Plattform eigentlich gar nichts zu tun. Bei der Crew ist halt das Problem, dass du halt nur mit 4 Leuten quasi eine Crew machen kannst. Du kannst zwar tricksen, dass du es dann schaffst, auch 8 Leute in die Welt zu holen, aber mehr wie 8 geht sowieso schon mal nicht, was prinzipiell schlecht ist für CVR. Und es gibt kein richtiges Schadensmodell, so, weißt du, was sehr wichtig ist für CVR. Doch, inzwischen 2 Stück. Ja, aber nur. Dass du richtig Schaden bekommst und dass du kaputt bist dann, oder was? Ja. Das ist ein Hypercar und einfach. Achso, ja, ein spezielles Auto halt, ne? Ja. Nein! Und das war's. Nein, ich will das noch sehen. Ich bin meine Drohne gewechselt. Das hätte auf der Karte bleiben müssen. Nein! Okay, bin raus. Ja! Da sehen wir's. Ne, okay, wir sehen dich nicht. Wir sehen nur Cops, die die Wand anstarren. Ein großer grüner Punkt. Oh, schau mal, eine Wand. Oh ja, stimmt. Aber die Wand passt so ein bisschen zu meinen Bremsen, gerade die Glüten noch. Ja, sehr schön. Dann soll es das gewesen sein. War auf jeden Fall eine sehr actionreiche Runde. Viele, viele Festnahmen. Also es ging dann 4-4 aus, wenn man das so sehen möchte. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Wenn ich es nicht eh schon am Anfang der Folge, glaube ich, gesagt habe. Aber egal. Checkt es auf jeden Fall aus. Lasst gerne Feedback in den Kommentaren da. Wir wünschen euch allen ein wunderbares Restwochenende und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.